10 Dating-Tipps von Meisterverführern. In diesem Video bekommst du alle 10 Stück und ich bin auf eine ganz besondere Art und Weise auf diese 10 Tipps gekommen. Ich bin nämlich rausgegangen und habe Leute gefragt, die wirklich wissen, wie Dating funktioniert. Also ich habe Flirt-Coaches gefragt, ich habe Leute gefragt, von denen ich weiß, dass sie sogenannte Pick-up-Artists sind, also wo sie wirklich auf ein Date gehen können und mit einer Leichtigkeit es schaffen, es zu einem Kuss kommen zu lassen oder diese Frage zu mir oder zu dir genau im richtigen Moment zu stellen. Diese Männer habe ich gefragt, hey, sag mal, was ist denn dein Nummer-1-Tipp? Was ist das Wichtigste, was du mitgeben kannst? Und je nachdem, wie häufig ich bestimmte Antworten gehört habe, habe ich diese Reihenfolge zusammengestellt. Und der erste wichtige Tipp, den ich ganz, ganz häufig gehört habe, war der, dass du in der Lage sein musst, Informationen anzuwenden. Die meisten Männer nehme ich da draußen, und da nehme ich mich selbst nicht aus, haben über Jahre meine Story Bücher gelesen. Ah, wie kann ich Frauen verführen? Videos geschaut. Ah, wie kann ich Frauen verführen? Wie kriege ich ein richtig cooles Date hin? Ohne jeweils das angelernte Wissen praktisch umgesetzt zu haben. Das war so, ja, ich muss ja noch diesen einen Satz erfahren. Ich brauche noch diese Strategie, dann traue ich mich ja endlich, sie nach einem Date zu fragen. Und Männer, die einfach das hinbekommen haben, so wie ich dann auch irgendwann, gut im Dating zu werden. Die haben eine Sache verstanden und bitte mach nicht denselben Fehler wie ich, sondern versteh diese eine Sache. Wenn du Informationen hörst, dann wende sie an. Ein gutes Credo dafür ist immer, ja so, wenn du so 10 Minuten in Informationen investierst, solltest du mindestens eine Stunde lang in die Erprobung dieser Informationen investieren. Das heißt, wenn du jetzt dieses Video dir anschaust, ne, rechne einfach mal hoch, wie viele praktische Erfahrungen kannst du aus dem Wissen, was du in diesem Video bekommst, mitnehmen in ein reales Dating-Leben. Der zweite Dating-Skill oder Dating-Tipp ist tatsächlich, dass du auf Masse gehst. So viele Männer machen den Fehler, dass sie, ja, ich brauche diesen Dating-Tipp, um bei dieser einen besonderen Kollegin zu landen. Oder, oh, da habe ich meine beste Freundin und ich würde gerne sie verführen und sie auf ein Date einladen, wie mache ich das? Und wenn das dein Problem ist, dann bist du zu spät. Erfolg ist, wenn auf Vorbereitung auf die Möglichkeit trifft. Jetzt hast du die Möglichkeit, aber du hast keine Vorbereitung. Und du kannst dir noch so viele Informationen ansammeln und ganz viel lernen, um es dann einfach nicht anzuwenden, weil du das auf keinen Fall beim ersten Mal richtig machst. Es ist ungefähr so, als würdest du ein Buch aufschlagen, mit lauter Noten zum Klavier spielen lernen. Du lernst alle Noten auswendig, du lernst Symphonien, du kriegst alles hin, wunderbar. Und jetzt, wo du perfekt vorbereitet bist, kannst du dich ans Klavier setzen und so richtig und so den ganzen Quatsch machen, ja? Das ist doch totaler Bullshit, das weißt du selber. Und beim Flirten ist es genau dasselbe. Deswegen Informationen anwenden und erproben. Du musst üben und da ist wirklich Masse wichtig. Du musst rausgehen auf die Straße, einfach mal schöne Komplimente verteilen, Menschen nach der Uhrzeit fragen, Frauen, die dir gefallen, hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe dich gerade gesehen, du gefällst mir. Du musst das üben, dass dann, wenn da wirklich die Frau vor dir sitzt, die dein ganzes Herz zum Kribbeln bringt, die boah, deinen ganzen Körper erbeben lässt und du überhaupt gar nicht mehr weißt, so fuck, wie kann ich nur an irgendetwas anderes denken als an diese Frau, dass du dann vorbereitet bist, dass du dann prepared bist, dein Glück zu ergreifen und ein richtig geiles Date zu haben. Also Masse statt Klasse, übe, was das Zeug hält. Den dritten wichtigen Tipp, den hat mir der Thomas ganz, ganz klar erzählt. Thomas weiß wirklich, wie das klappt mit den ganzen Dates. Und eine Sache wirklich mir ans Herz gelegt, die ich euch mitgeben soll. Und das ist, seid bereit, Fehler zu machen. Weil ne, dieses ganze Informationssuchen, das ganze, ja, ich brauche das für diese eine Frau, damit es dann perfekt wird, das ist ein Fehler an sich. Perfektionsstreben, gerade beim Dating, ist ein riesengroßer Fehler, Mann. Ja, was du bereit sein musst, ist, in Situationen zu sein, wo du sagst so, boah, ey, das wird doch nie was. Wenn ich sie jetzt versuche zu küssen, dann ist das total komisch. Hey, aber ich bin bereit, Fehler zu machen, also probier es einfach mal aus. Dieser dritte Tipp, dass du bereit sein musst, Fehler zu machen, ist extrem wichtig, weil wie oft habe ich schon Dinge gemacht, ganz schön häufig, wo ich mir dachte, das funktioniert niemals. Und heute kann ich die abgefahrensten Stories erzählen. Wenn du jemanden zuhörst, wenn du den Kern zuhörst, den ich gefragt habe, dann erzählen die immer wieder von Dingen, wo die dachten so, das wird niemals was. Aber ich probiere es einfach mal. Ich bin bereit, jetzt einen Fehler nach den anderen zu machen,
das wird schon irgendwie hinhauen, um was die für geile Storys daraus zu erzählen. Um nochmal auf die Metapher zurückzukommen vom Klavierspielen. Wie lernt man denn Klavierspielen oder irgendein Instrument spielen? Das lernt man, indem man Fehler forward macht, indem man Fehler macht. Wirklich jedes so ding, 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 du machst ständig Fehler. Wie lernst du laufen, wenn du ein kleines Kind bist? Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, das war irgendwas zwischen 5.000 oder 50.000 Mal packst du dich auf die Fresse, bevor du einigermaßen auf diesen beiden Füßen laufen kannst. Beim Flirten passiert es genau auf dieselbe Art und Weise. Du darfst richtig häufig auf die Fresse fliegen, weil wenn du das machst, wenn du dir ja, dein Herz diesen Fehler aussetzt, dieser Möglichkeit zu scheitern, dieser Möglichkeit, irgendwas Komisches zu machen, irgendwie creepy rüberzukommen, wenn du es einfach trotzdem probierst und Fehler dabei machst, dann kann ich dir sagen, wirst du zum absoluten Dating-Profi. Und ein weiterer Tipp, der Tipp Nummer 4 ist das, glaube ich, mittlerweile schon, ist, der nächste Schritt ist, Kontakt aufzubauen. Weil darum geht es ja, wenn du auf einem Date bist. Du möchtest ja nicht diese Frau als Verlängerung deines rechten Arms zum Wichsen benutzen, dass du irgendwie wieder mal einen Orgasmus hast, sondern du wirst ja Kontakt aufbauen. Du wirst ja diese Frau erreichen. Du wirst mit ihr zusammen lachen, Spaß haben. Du wirst es dir gut gehen lassen. Und dieser Kontakt geht nicht nur darüber, so, was kann ich jetzt sagen? Oder welchen coolen Move kann ich jetzt bringen? Oder was kann ich... Das geht einfach nur, dass du Augenkontakt hältst. Dass wenn du auf einem Date bist, nicht ständig so, oder auf dein Handy schaust, dass du Kontakt halten kannst mit der Frau, Augenkontakt halten kannst. Das habe ich so häufig gehört. Und ich habe auch von von Nicolo hieß der, der war in Leipzig unterwegs. Der hat mal erzählt, wie er in Leipzig unterwegs war, Frauen ansprechen. Der hat es richtig hart übertrieben, sage ich dir. Der hat gesagt, so, Alter, in meinem Leben habe ich ungefähr schon 5.000 Frauen angesprochen. Und dann habe ich auch gefragt, so, und wie viele Dates hast du aus diesen 5.000 Frauen, die du angesprochen hast, bekommen? Und meinte, ja, mittlerweile klappt es sehr häufig. Meine ersten 4.000 Ansprechversuche, das muss man sich mal reinziehen, hat er genau 2 Dates rausbekommen. Und er meinte, er hat auch mitbekommen, was sein Fehler war. Er hat irgendwann mal gehört, so, dass man so straight sein muss, dass man Augenkontakt halten muss. Und bis ihn dann irgendwann eine Frau mal gesagt hat, sag mal, das wirkt echt creepy, wie du mich anschaust. Weil wenn du nicht zwinkerst und die ganze Zeit nur jemand in die Augen starrst, dann wirkt das creepy. Aber wenn du entspannt Augenkontakt halten kannst, auch durchaus mal woanders hinschauen kannst, aber dann wieder Kontakt aufnimmst, dann läuft die ganze Nummer schon sehr viel entspannter und sehr viel spaßiger. Und das ist einer der wichtigsten Dating-Skills, wie alle auch wichtig sind, aber es ist einer der wichtigsten Dating-Skills, die ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Der 5. Dating-Skill, der ist ganz normal in der menschlichen Kommunikation, den kannst du für alles benutzen. Und diesen machen wir Männer so häufig falsch. Wir Männer versuchen häufig, Informationen herüberzubringen. Informationen sind sowas von langweilig. Weißt du, ich kann dir die Informationen rübergeben und sagen so, ja, es ist wichtig, dass du übst. Es ist wichtig, dass du Fehler machst. Und dein Gehirn sagt, aha, üben, aha, Fehler machen. Aber wenn ich anfange, dir von einem Klavierspiel zu erzählen oder wie man Instrumente lernt, dass man da Fehler forward vorausgehen muss, dann bleiben Dinge bei dir im Kopf, dann macht es bei dir, aha, und aha, cool. Da geht es so mehr einfach darum, den Menschen im Herzen zu erreichen, als eine einfache Informationswiedergabe. Und den Fehler machen auch viele Männer beim Online-Dating, dass sie zum Beispiel so ewige Listen an Informationen, ja, ich mag Fernsehen, dummes Thema, aber... Ich mag Reisen, ich mag Volleyball spielen, irgend so einen Quatsch in der Liste runterschreiben, anstatt runterzuschreiben, was bedeutet das für dich? Ja, anstatt auf ein Date zu sagen, zu antworten, hey, was hast du für Hobbys, sagst du, ja, Volleyball. Das ist langweilig. Das interessiert keinen. Was die Frau interessant findet, ist, was bedeutet Volleyball für dich? Was verbindest du damit? Verbindest du damit den Spaß im Team, dich zu messen? Verbindest du damit, körperlich tüchtig zu sein, dich zu bewegen, einen Ausgleich zu haben von deinem anstrengenden Job? Was bedeutet das, dass du zum Volleyball gehst? Das wollen die Frauen erfahren. Die wollen nicht wissen, dass du da hingehst. Die wollen wissen, was für ein Mensch, was für ein emotionaler Mensch dahinter steht. Und dann, das ist die erste Art und Weise, sie zu berühren. Mit den Augen, mit deinen Geschichten, mit deinen Emotionen. Was dann kommt, ist die körperliche Berührung. Weißt du, wenn du Frauen richtig gut unterhältst, sie zum Lachen bringst, schön auch Augenkontakt hältst, ganz, ganz viel coole Sachen machst, sie aber nie berührst, sie nie an ihren Körper berührst. Warum geht es denn hier denn überhaupt?
Worum geht es bei einem Date? Ihr wollt auschecken, ob ihr später verschwitzt in die Laken wird miteinander rumvögeln wollt. Das wollt ihr auschecken. Das heißt, ihr wollt auschecken, ist das jemand, mit dem ich gerne mich so krass berühren will, dass ich die intensivsten orgastischen Gefühle in meinem gesamten Körper habe. Und was viele Leute dabei einfach, naja, ich würde das nicht sagen vergessen, aber einfach nicht wissen, wie sie es machen können, ist, okay, was ist denn der erste Schritt dahin? Zwischen ich vögel wild rum und man sagt Hallo. Da gibt es ja gewisse Zwischenstufen. Und eine dieser Zwischenstufen ist, das haben mir die Kerle immer wieder gesagt, die wirklich erfolgreich waren, lerne Frauen zu berühren. Lerne Frauen nicht so zur Begrüßung so Hallo und dann geht man irgendwo hin, sondern lerne einer Frau zur Begrüßung Hallo zu sagen, ihr eine Umarmung zu geben. Bei der Umarmung kannst du ihren Körper, also ganz leicht, ich meine, du sollst sie nicht betatschen, ne? Du sollst sie nicht ankrapschen. Aber du kannst ganz leicht ihre Hand dann nehmen und gleich von Anfang an Händchen haltend losgehen. Gleich beim ersten Date ist ultra entspannt, wenn du es ein paar Mal ausprobierst. Ein paar Frauen, die ziehen ihre Hand zurück, ja, alles gut. Aber du kannst so viel mehr in die Berührung gehen. Und diese Berührung ist das, was eine Frau auch wirklich dahingehend berührt, dass sie sagt so, naja, wenn der mich schon so schön berührt, und das macht sie sich natürlich nicht bewusst, dann kann das andere ja auch noch viel geiler werden. Der siebte Tipp, der kam vom Anton. Der Anton hat nämlich erzählt gehabt, hey, ganz ehrlich, dieses ganze Technikgekram, das ganze, okay, Berührungen aufbauen, das ganze, du musst mutig sein, die ganzen Nummern, von alle Tipps, hey, das ist ja alles schön und gut und das hilft dir auch ein bisschen, aber was du dir mal wirklich vor Augen führen solltest, ist deine Verzweiflung. Ich war so zu Anfang so, what the fuck, was willst du jetzt von mir? Verzweiflung? Wie meinst du das? Und er meinte, hey, ich war früher ein ziemlich lausiger Typ. Ich hatte A, erstens keine Freunde, keine richtigen, und B, war eine Freundin oder überhaupt mal Sex einfach gefühlt für mich einfach Millionen Jahre entfernt. Und hat der Anton so beschrieben, er meinte halt so, hat sich echt scheiße angefühlt. Doch anstatt sich mal dieses Gefühl, das schlechte Gefühl, mal wirklich in sich aufkommen zu lassen, mal wirklich hineinzuspüren, hat er eine ganze Weile lang Folgendes gemacht, er hat einen Joint genommen, hat gekifft und hat sich ständig vom Porno einen runtergeholt. Ne, damit er ja dieses Gefühl von Unangenehmheit nicht spürt. Aber irgendwann hat er gesagt, Alter, ich verzichte mal drauf, ich scheiß mal drauf, ich habe keinen Bock, mir dieses negative Gefühl endlich immer wieder wegzuschieben, sondern ich gucke es mir mal an. Ich fresse mir jetzt nicht mit Zucker ein natürliches Beruhigungsmittel, by the way, so viel Zucker rein, damit ich das nicht mehr spüre. Ich hole mir jetzt nicht zweimal am Tag einen runter und ich höre auch endlich auf, hier mir einen wegzukiffen und bin mal da. Und er meinte, es war echt heftig. Nach einem Tag fing es halt an, dass das Gefühl sich immer unangenehmer angefühlt hat. Und ja, die viele, viele Leute verwechseln das dann damit so, oh, okay, naja, ich kann halt nicht, das sind halt Abhängigkeitsgefühle von, ich muss jetzt kiffen oder ich muss jetzt unbedingt Sport machen oder ich muss Zucker zu mir nehmen oder was auch immer deine Droge ist. Sie verwechseln dieses unangenehme Gefühl damit, dass ich irgendwas jetzt machen muss, um dieses unangenehme Gefühl nicht mehr zu spüren. Aber er meinte, hey, ich bin mal einfach da geblieben. Ich bin mal einfach da geblieben und habe es mir angeschaut. Und was ich gemerkt habe, war ein tiefes, tiefes Gefühl von Einsamkeit. Ein tiefes Gefühl von, keiner liebt mich. Ein tiefes Gefühl von reinem Schmerz. Und er hat gemeint, als er das angefangen hat, wirklich zu spüren, in aller Tiefe, in seiner vollen Wucht, ohne es durch Wichsen, Kiffen, Zucker, Sport, was es alles gibt, wegzumachen, hat er gemerkt so, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe keinen Bock mehr darauf, mich einsam zu fühlen. Ich habe einfach keine Lust mehr darauf. Und er meinte, ich habe das erste Mal in meinem Leben die Verzweiflung so sehr gespürt, dass ich ins Machen gekommen bin. Dass ich angefangen habe und gesagt habe, heute keinen Schritt weiter. Ich gehe raus, ich lerne Leute kennen. Ich löse dieses Thema Flirten und Dating ein für alle Mal. Eine weitere krasse Technik, die Technik Nummer 8, und die ich auch um einiges angenehmer fühle, als sich dieses so, okay, stell dich mal deine negativen Emotionen. So wichtig wie das ist, aber so geil wie das ist, ist auch, bau dir ein geiles Leben auf. Bau dir wirklich ein Leben auf, was dir so viel Spaß macht. Wo du nicht dich irgendwie jeden Montag zur Arbeit quälen musst und abends irgendwie dahin quälen musst und dazwischen irgendwie nur dein Leben vergeudest. Bau dir ein Leben auf, was dir unwahrscheinlich viel Spaß macht.
was dich erfüllt. Such dir einen Job, der dir Spaß macht. Mach, dass es dir gut geht. Dass du Spaß mit den Menschen hast, mit denen du jeden Morgen aufstehst, mit dir selbst. Weil dann passiert dir das, wie mir, dass ich so, ich gehe halt irgendwo hin und ich erzähle, was ich so mache und wie viel Spaß es mir macht. Und ich diesen ganzen Flirting-Kram, den ich dir hier gerade beibringe, den ich dir erzähle, den habe ich wirklich, wirklich, wirklich gebraucht. Heute nicht mehr. Heute ist mein Leben so geil. Ich lebe das, was mich in der Tiefe berührt. Ich lebe meine Mission. Ich habe Spaß jeden Tag. Denkst du, ich muss noch irgendwie großartig irgendwelche Hampelmänner an Verführungsstrategien machen, damit eine Frau mich interessant findet? Nein. Such dir ein Leben, was dir gefällt. Und such dir das Leben, was dir gefällt, hinter deinen Ausreden. Weil bei den meisten Menschen kommt jetzt, ja, aber ich brauche ja das Geld. Ja, ich brauche ja bla bla bla. Kommen irgendwelche Ausreden hoch. Achte mal ganz genau darauf, was wirklich dahinter steckt. Ich habe erst letztens im Coaching mit jemandem gesprochen, ganz, ganz viel. Und er hat mir erzählt, wir haben über Dating-Strategien erzählt und über das und das und das. Und das war ja auch ganz schön interessant. Er hat auch gemerkt, so, ja, ganz gut. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so, ich bin nicht zufrieden. Irgendwie kriege ich den nicht. Irgendwie so, jetzt gebe ich dir noch eine Technik und er ist nicht so, boah, ja, klar, setz dich um. Und dann habe ich einfach mal gesagt, so, hey, scheiß mal auf diesen ganzen Flirting-Kram. Wie sieht denn dein Leben aus? Und dann ging es nämlich richtig zu Tacheles. Dann ging es richtig los. Und dann haben wir festgestellt, dass da so viele Baustellen sind. Wenn wir jetzt versuchen, irgendwie mit Flirttechnik das zu fixen, dann wäre das so, als würdest du versuchen, einen Beinbruch mit einem Pflaster zu heilen. Das bringt manchmal nichts. Und deswegen, hab ein geiles Leben. Ey, wirklich, hab geile Kumpels, mach Sport, hab einen Job, der dir gefällt, du kennst die ganze Nummer. Hab Spaß, bitte, bitte, kümmere dich um dein Leben. Und was noch mehr funktioniert, als einfach nur ein geiles Leben zu haben und all die anderen Tipps, ist der Tipp Nummer 9. Und den vermasseln so viele Kerle. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass du Berührungen aufbaust. Aber du kannst diesen Tipp auch vollkommen anders anwenden. Und dieser Tipp, dieser Skill, diese Fähigkeit von Meisterverführern ist die, dass sie ganz klar kommunizieren, dass sie sexuelles Interesse an der Frau haben. Es gibt Männer da draußen, ich habe ja unterschiedliche Männer gefragt, wie macht ihr das? Da gibt es Männer, die sagen beim ersten Date, beim Restaurantbesuch, wo andere sie vielleicht noch hören, sagen zu der Frau, boah, ich finde dich voll sexy. Ich finde dich echt, boah, wenn ich dich nur anschaue, dann merke ich, wie Geilheit in mir hochkommt. Ich habe so viel Lust, dir deine Klamotten vom Körper zu streifen und deinen Nacken zu küssen und meine Hände ganz langsam. Ich fange an, so mit der Frau auf dem Date zu reden. Da weiß die Frau ganz genau, worum es geht. Andere Männer sagen einfach nur Komplimente oder geben ihr so, hey, ich finde dich toll. Andere Männer wiederum versuchen, die Frau zu küssen. Ja? Das Wichtige ist, dass du der Frau dein sexuelles Interesse zeigst. Weil jede Frau denkt sich halt irgendwann, spätestens ab dem dritten Date, okay, wenn du dein sexuelles Interesse nicht zeigst, ihr nicht verständlich machst, dass du Lust hast, mit ihr im Bett dich zu wälzen und nackt geilen Scheiß zu erleben, dann denkt sich jede Frau irgendwann so, naja, gut, aber wir unterhalten uns ja so nett, das ist wahrscheinlich ein neuer, cooler Kumpel. Oder sie denkt sich, boah, was ist das für eine Flachzange, ich hau mal lieber ab. Zeige einer Frau dein sexuelles Interesse. Versuche, das ist meine Strategie dabei ist ganz einfach. Ich versuche, eine Frau, die mir gefällt, auf dem ersten Date immer zu küssen. Das ist teilweise ist es sehr abstrus, teilweise ist es sehr, sehr komisch, teilweise erzähle ich die geilsten Geschichten, weil ich in den verrückten Situationen geschafft habe, eine Frau zu küssen und es war einfach nur geil. Selbst dann, wenn die Frau darauf keinen Bock hat, weiß sie ziemlich genau, worauf ich Bock habe. Das heißt, wenn sie mir dann danach schreibt, wenn ich frage, so, hey, hast du Bock auf ein zweites Date? Und dann schreibt so, naja, nee, keine Zeit, bla bla, dann weiß ich, alles klar, die hat da keinen Bock drauf. Aber wenn sie dann schreibt, ja, okay, super, lass uns treffen, dann weiß ich ganz genau, selbst wenn sie beim ersten Date es kein fulminanter Kuss war, es kein Erfolg war, es ein Fehler war, selbst dann weiß ich, okay, spätestens jetzt werden wir uns wild rumknutschen und mit fast 99%iger Wahrscheinlichkeit plane ich das Date auf jeden Fall so und es wird auf jeden Fall zur Planerfüllung, wie damals im Kommunismus, locker passend ab zu mir ins Schlafzimmer. Das ist ultra einfach, du musst halt nur zeigen können, worauf du Bock hast. Und wenn du Bock auf die Frau hast, dann zeige es ihr. Und der 10. Tipp ist,
dass du anfängst, dir Mut anzutrainieren. Weil egal, was du machst an Technik, Hampelmännern hin und her, du wirst niemals den perfekten Spruch haben, du wirst niemals der perfekte Mann sein, du wirst niemals, weil es du schon längst bist, du wirst niemals die perfekte Frau kennenlernen, weil es die perfekte Frau immer genau schon vor dir sitzt. Du wirst niemals alles perfekt machen können. Du wirst immer ein Gefühl spüren von Unsicherheit, weil darum geht es doch. Du bist doch nicht auf einem Date, weil du ganz genau weißt, okay, in 15 Minuten kann ich sie küssen, dann vögeln wir eine Runde und dann habe ich wieder einen Orgasmus gehabt. Sondern du bist auf einem Date, weil du denkst, oh, ob das heute klappt. Die gefällt mir ja schon, naja, Aufregung, Herzbommern, Angst. Und dieses Gefühl ist so unwahrscheinlich schön lebendig. Und dieses Gefühl macht Spaß. Es macht aber nur dann Spaß, wenn dieses Gefühl dich nicht übermannt. Weil bei vielen Männern, die halt keinen Erfolg beim Flirten haben, ist das so, Angst, oh mein Gott. Was hält sie wohl von mir und wo? Und sie können dieses Gefühl, es übermannt sie. Sie sind so hinweggetragen von ihren Gefühlen. Natürlich haben Frauen auch auf solche Männer eher weniger Lust. Wenn du allerdings geübt bist, indem du dich zum Beispiel jeden Tag ein bisschen mehr deiner Angst stellst, mutig zu sein, wenn du das geübt bist und dann kommt diese wunderschöne Frau und du bist auf einem Date mit ihr, und du sitzt da und du merkst, wie du nervös bist, weil du nicht weißt, ich hab Bock, diese Frau zu küssen, aber ich weiß nicht, wie ich das überhaupt anstellen soll. Na gut, dann probiere ich mal das hier. Ja, dann bist du mutig. Und Mut ist nichts, was die einen Männer haben und die anderen nicht. Mut ist eine Fähigkeit. Mut kann wie ein Muskel trainiert werden. Stell dich jeden Tag ein bisschen mehr deiner Angst. Und du wirst einen unbeschreiblich mutigen Mann, der unabhängig von jedem bescheuerten oder geilen Video, was er sieht auf YouTube, unwahrscheinlich ein guter Verführer ist. Mindestens so gut wie die ganzen Männer, die ich gefragt habe. Das waren, ich habe es ausgerechnet, 23 an der Zahl, die mir jede Menge geile Tipps gegeben haben. Die Top 10 hast du gerade bekommen. Nutze sie. Weil, wenn du es nicht umsetzt, war eine Freude, dich unterhalten zu haben, aber das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, dass du endlich das geilste Leben hast, was du nur haben kannst. Und in diesem Sinne, sei frei, sei geil, sei Mann.